Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Fraktionen von SPD und Grünen beantragen mit dem Gesetzentwurf die Erhöhung der Grunderwerbsteuer zum 01.01.2015 um 1,5 Prozentpunkte auf 6,5%. Das ist nicht schön, aber das muss sein. Die Entscheidung über fast alle Steuern liegt bei der Bundesregierung und nicht beim Land. Das Land muss aber die Mittel aufbringen, die notwendig sind, um die Aufgaben dann tatsächlich auch machen zu können, die uns auch zum Teil der Bund vorgibt. Die Grunderwerbsteuer ist die einzige Steuer, die erhebliche Beiträge bringt. Es gibt kleine wie Sektsteuer, Biersteuer oder anderes, aber nur die Grunderwerbsteuer ist die, die erhebliche Erträge bringt und die in der Zuständigkeit der Länder liegt. Und wir erwarten für 2015 Mehreinnahmen von 400 Millionen Euro. In der Verfassung der Bundesrepublik steht seit 2009 die Schuldenbremse. Die gilt auch für Nordrhein-Westfalen. Sie schreibt vor, dass ab 2020 das Verbot der Aufnahme von neuen Schulden für uns existiert. Und deswegen müssen wir die Möglichkeit der Steigerung der Einnahmen nutzen. Das haben wir auch gesagt. Das machen wir an dieser Stelle. Jetzt gibt es Kritik an zwei Punkten. Das eine, zwei Erhöhungen in vier Jahren und dann ausgerechnet Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine billige Kritik. Der Kollege Römer hat es eben schon angesprochen. Aber ich will es Ihnen auch sagen, weil wenn man durch die Länder durchgeht, dann muss man einfach konstatieren, dass egal, wer in den Landesregierungen ist, aktuell diese Erhöhungen von den Ländern genutzt werden müssen, weil sie alle den gleichen Haushaltsmechanismen unterliegen. Ich will Ihnen das sagen. In Berlin, ja, ich sage Ihnen was zu Bayern, aber ich komme zur CDU und zur FDP, damit Sie sich nicht den immer wieder gleichen schlanken Fuß machen können. In Berlin ist zum 01.04.2012 erhöht worden auf 5 und zum 01.01.2014 auf 6,0 von der Großen Koalition. Da waren zumindest die großen, da waren die Kollegen von der CDU beteiligt. In Hessen ist es am 01.01.2013 von Schwarz-Gelb auf 5,0 erhöht worden und am 01.08.2014 von Schwarz-Grün auf 6,0. Und dann war die bemerkenswerte Wolte der FDP, die dann bei der nächsten Erhöhung den Antrag gestellt hat, es wieder abzusenken und ihre eigene Erhöhung zurückzunehmen. Man habe sich geirrt. So viel zur Seriosität der FDP, je nachdem, wie es passt und wo man steht. Und in Schleswig-Holstein, ja, wenn man in der Regierung, wunderbar, wenn man in der Regierung ist, sagt der Kollege Lindner, muss man Kompromisse machen. Insofern wüssten wir ja auch, wie die FDP hier reagieren würde, wenn sie denn in der Regierung wäre. Also kommen wir zum Kollegen Kubicki, wenn wir schon bei der FDP sind. 01.01.2012, Schleswig-Holstein, Schwarz-Gelb, Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte auf 5,0. Und zum 01.01. Ich würde das gerne mitkriegen. Das ist immer spannend, wenn Herr Lindner Zwischenrufe macht. Aber gut. Ach so, liebe Leute, WE-Anmeldung, 40 Personen werden erwartet, keine Störungen, Demonstration der FDP gegen die Grunderwerbsteuer hier vor der Tür. Das Foto ist aber im Kasten und insofern wird die Medienarbeit klappen. Das ist Ihr professioneller Job, sei Ihnen zugestanden. Ja, so. Also Schleswig-Holstein, Kollege Kubicki auf 5,0 Prozent am 01.01.2012 und 01.01.2014 6,5 Prozent Rot-Grün. Das heißt, Sie sehen 6,0, 6,5 und wir müssen diese Möglichkeit auch nutzen, weil wir kommen nicht anders dahin, dass wir eine fallende Linie in der Neuverschuldung hinkriegen, dass wir die vielen Aufgaben, die notwendig sind, die nicht Luxus sind, wenn der Bund, was wir anerkennen, zusätzliche Mittel im Bereich Hochschulen zur Verfügung stellt, und wir die Mittel brauchen, weil wir an der Stelle die großen Jahrgänge in den Hochschulen haben, dann müssen wir mit 50 Prozent kofinanzieren. Das müssen wir organisieren an der Stelle. Viele Aufgaben in der Art. Und insofern ist das, was wir jetzt machen, in vier Jahren eine zweite Erhöhung um 1,5 Prozentpunkte. Wie gesagt, nicht schön, aber es ist notwendig. Und ein kleiner Blick einfach, weil mich das interessiert hat im Rahmen dieser Debatte über die Nachbargrenzen. Ich wohne, lebe ja in Aachen. Die Belgier haben eine Grunderwerbsteuer von 10,0 bis 12,5 Prozent. Das ist bei denen unterschiedlich zwischen Flandern und Wallonien. Die Niederlande haben 6 Prozent und Luxemburg ganz unten im Süden, fast ein Nachbarland für uns, 7 Prozent und in Luxemburg statt 10 Prozent. Das heißt, auch die Marke ist jetzt nicht so exorbitant hoch, als dass es irgendwie außergewöhnlich wäre. Und ich habe nun selber mehrfach Eigentum für die Familie erworben in den letzten 30 Jahren.
Es ärgert einen, das will ich ja nicht bestreiten. Sie müssen was zahlen, so wie einen Maklergebühren ärgern, so wie einen Notarkosten ärgern. Aber es ist objektiv so, Sie müssen es mit einkalkulieren. Die Zinssituation ist nun wirklich eine sehr günstige und es ist nicht das, was einen daran hindert. Insofern bitte ich bei denen, die Verständnis aufbringen können, um Verständnis, dass wir die Möglichkeit so wie die anderen Länder nutzen müssen. Vielleicht letzte Anmerkung. Sachsen hat nicht erhöht, 3,5% immer so gehalten. Aber ich sage Ihnen, wenn Sachsen kein Geld mehr aus Nordrhein-Westfalen kriegt, von unseren Kommunen, dann werden die dieses Instrument auch nutzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Pricken. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Lindner.